Hi Leute und willkommen zurück zu Starbound. Hallo. Sascha, Ja. nimmst du dein Rotlichtmilieu weg? Nö. Das ist ein Infrarotstrahler. Damit kann ich Kle durch Kleidung scannen. Ah, okay. Aber nur durch meine Kleidung natürlich. Dreh mir mal den Rücken bitte zu. Guck her, wie gut das funktioniert. Siehst du? Funktioniert doch super. Du wolltest doch, komm her! Schnucki, komm her! Warum hat der Vogel eigentlich Titten? Fällt mir jetzt gerade so auf, sollte das Bist ein dicker Brustwarze sein? Vogel. Nö. Bist Ich ein kann Man nicht. Ich Boobs. kann zwar nicht fliegen, aber so wiederum auch nicht. Gut. Hier kommt Blitz aus dem Arsch. Dann können wir eigentlich wieder auf den Planeten. Yay. Hallo? Boah. Wo bist du? Hallo? Wo bist du? Hallo? Kann das sein, dass ich jetzt auf einem anderen Planeten bin? Kann das sein, dass bei mir nichts mehr vorangeht? Ach, bei dir ist alles abgestürzt. Wir hätten uns wahrscheinlich nicht wieder zusammenwarpen sollen. Naja, nicht. Ja, aber fast zusammen. Ja, dann mache ich halt das allein jetzt kurz, bis du wieder alles in die Gänge kriegst. Ja. Okay. Aber ich glaube, wenn ich jetzt dann hier so weg bin, dann ist der Server offline. Egal, ich probiere es einfach mal. Safe Und quit. dann wird alles Multiplayer. abstürzen. PG. Client Server. Ja, wenn wir da anwesend. La Hinein. la la. Falco. Nein, ich nehme nicht an. Ich mag Ja. keine Mitmenschen. Bin kein Mensch, ich bin eine Pflanze. So, ich gehe jetzt mal nach links, wo du gesagt hast, da geht's haufenweise Zeugs zu looten, ne? Geh ich mal nach rechts. Ist das eigentlich ein großer Planet? War keine Ahnung. Weiß ich nicht mehr. Müsste ich gucken. Egal. Mir auch scheißegal. Ich bin voll Ghetto, Was Alter. braucht zu pupsen, Alter? Warum Nicht pupsen? pupsen. Man sagt doch furzen, das. Oh Mann, ey. Pupsen klingt zu gay. Jetzt hör auf zu pupsen, Schatte. Pupsbäckchen. Ja, siehst du? Was ist mit dem Monster los? Ich habe ein Monster, das in der Luft schwebt. Das leckt vor sich selber hin. Was geht mit Ja, dem? irgendwie spinnt der Server gerade rum, wenn nichts weitergeht. Also ich kann mich zwar bewegen, aber Richtig. ich kann Bei nichts mir drücken. verschwindet gerade die Welt. Ja, dann glaube ich, sollten wir uns in der nächsten Folge, also in der nächsten Folge, sage ich schon, jetzt dann mal wiedersehen. Weil die Welt ein bisschen verschwindet bei mir. Ja. Bis gleich, Leute. So, wieder zurück. Wir haben ein kleines Problem gehabt. Der ganze Surfer hat sich aufgehangen. Und ja, wir stalten jetzt gerade fast. Also, ich leuchte mal Wir hin, dass klauen diese unsere Ki Kisten. Richtig. dass eine Kiste abgeht. Ich habe versucht, Freakshow zu beruhigen, aber es hilft alles nichts. Auch ein Stück des Balkens war weg, das habe ich wieder hingebaut, aber wo ist die Kiste hin? Mir geht das nicht ein. Vor allem, was war da drin? Gute Frage bei dem ganzen Zeug, was wir hatten. Auf jeden Fall sind die Ressourcen noch da. Die sind da unten. 422 Kupfer! Ich krieg gleich einen Kollaps. Woher haben wir die ganzen Ressourcen? Aber kein Platinum, komischerweise. Na egal. Was hast du schon mit dir getan? Was machst du? Nix. Okay. Wahrscheinlich hat Freakshow die Kiste selber geklaut. Ich baue jetzt einfach mal nochmal eine hin. Ja, Oder eine Entschuldigung, Truhe. Entschuldigung, Entschuldigung. Ach verdammt, das war die falsche. Ja, Die passen Entschuldigung. immer Sinn. Da habe ich auch eine Kiste noch im Inventar. Nein, zwei sind's, oder? Ach, keine Ahnung. Nein, eine. Habe ich noch irgendwelche Truhen? Da habe ich. Nein, da habe ich keine Truhen mehr. So. Jetzt können wir wieder auf den Planeten zurück, aber diesmal bitte einzeln beamen. Ja. Ey, Einzeln die beamen. Truhe ist ja. Denn. Ey, der Server, Hä? das hat sich hier resettet. Ah, sehr schön.
Ja gut, davon profitieren wir nur. Ja. Ja, das letzte Mal hat sich ja... Das letzte Mal hat sich ja alles nämlich aufgehängt. Was? Kann man sagen? Achso, kaufen. Und... Ja, da bin ich mal in so einen Spalt vom Ende der Welt reingeraten und alles hat sich komplett aufgehängt. Aber jetzt sollte wieder alles laufen, denke ich mal. Das ist Kupfer? Das ist Kupfer, aber bis... Da ist haufenweise Eisen, aber Obsidian. Wie soll ich das Obsidian wegbringen? Fuck an nochmal! Hack den Server, wie gerade eben. Ja, genau. Wobei Kupfer eh scheißegal ist. Wir haben ja gerade reingeschaut. 499 Kupfer. Die klauen unsere Kisten. Ich meine. More Bland Vibers. Ach komm, da sitze ich Jahre dran, das Kupfer und das Eisen abzubauen. Chill down, my friend. Ach, das, da brauche ich irgendwas anderes. Feuer. Feu. 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 Stein. Feuer. Stein. Jetzt weiß ich auch, warum vorher das Vieh geschwebt ist. Warum? Ja, weil ich einfach den Server aufgehängt. Nicht einfach, du hast den Server gehackt. Richtig. So. Jetzt müssen wir aber mal schauen, ob wir überhaupt die Ausrüstung haben. Noch. Die wir vorher hatten. Allzu weit solltest du jetzt ja nicht weiter nach rechts gehen. Außer du willst mit mir den Zwischengegner machen. Ach, den machen wir. Okay. Das schaffen wir schon. Aua! Was ist denn das? Ja, der Zwischengegner. Das nennst du ein Zwischengegner? Das ist ein ganzer Panzer. Das ist ein Panzer 4. Aua! Oh. Ja, ich hätte vielleicht eine Bandage zwischendurch nehmen sollen. Das wäre sicher keine schlechte Idee gewesen. Ich habe ihn getötet. Ein Holy Rage. Und was hast du bekommen? Ein Holy Rage, bla bla bla. Was soll Datten. Oh, ein Hammer. Hatten ja Schaden. 19, 0, 82 ja. Und 23. Nee. Sehe nichts Besonderes mehr, nachdem wir die Waffen jetzt haben. Dann holen wir uns die Kohle da unten. Denn Geld regiert die Welt. I want to break free. Na 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 na. Was hast du mir jetzt letztens geschickt? So ein Video? Das Spearboot. Ja. Sowas guckt sich Freakshow an. Geht mal im Internet ein. Das Bear, also B-E-E, nein, schau mal, B-E-R. B-E-E-R. B-E-R, ja, irgendwie so. Geht mal das ein. Das ist so es voll ist... männlich. Ja, voll männlich, voll gay. Nein, ja. Das ist männlich. Das ist männlich. Ey. Sowas guckt sich Freakshow an. Ich höre mir auch It's Okay to Be Gay an. Oh mein Gott! It's okay to be gay. Nein! Sei still! Mann. Das ist gewalttätig. Da hängen sich die Hälfte der Menschen heutzutage auf wegen solchen Liedern. Es ist in meinem Kopf! Ja. Ist ja eh modern geworden. Episch modern. Oh. Oh, fast. Wir sind nicht in Britannien. Nicht nur die Spuren fahren rechts. Nee, Schwan. Komm her, du Assassine. Sassanide? Alter, was hat denn der für eine Waffe? Sie haben mit mir gesprochen, Signora. Ich habe nicht mit... Wow! Du doofer Vogel, du doofer! Hallo! Aua! Ey! Hier geht's ab! Hier geht die Post ab! So. Hat sich wieder alles aufgehangen? Nein, doch nicht.
Hör's Hacken auf. Hacker mag keiner. Ja, ich hacke aber gern. Ja, das wissen wir schon. Ich bin ein Vollpro. Durch Hacken. Ja, du bist ein Hackbro, mehr nicht. Was sagst du eigentlich zum Thema Hacken, Chris? Findest du das in Ordnung, oder? Kommt drauf an, in welcher Hinsicht. So Bankkonten hacken, ja, das finde ich voll in Ordnung. Du bist ja eigentlich voll der LOL-Fan, wenn jetzt da Hacker drin sind. Ich bin kein LOL-Fan mehr. Schon lange nicht mehr. Ich war es mal. Nicht mehr? Und bei LOL, da muss ich so sagen, da hatte ich nie Bekanntschaft mit Hacker gemacht, weil es eigentlich nie dazu kam. Okay. Ich muss sagen, ich bin einmal einen begegnet. Aber das war ziemlich lustig. Das war in dem Spiel Company of Heroes, das ich, wie schon öfters gesagt habe, richtig gesuchtet habe. Und zwar gab es damals diesen Clan, ich nenne mal den Namen nicht, sonst wäre ich wahrscheinlich gehatet von denen oder so. Wenn die mal zufällig auf mein Video gestoßen. Und zwar waren die relativ bekannt, dass die hätten. Und die haben damals einen richtigen Mode entworfen, wo sie zum Beispiel Artillerie, also man konnte gegen Munition, die man minütlich bekam, was weiß ich, 50 Munition, Artillerie hat 150 Munition gekostet, konnte man halt, ja, die haben die das praktisch dauerhaft und kostenlos gespammt. So hat sich eigentlich der ganze Cheat aufgebaut. Die konnten en masse Einheiten in binnen Sekunden bauen, umsonst. Na gut. Damals gab es eben noch eine Stelle, an die man diese ganzen Replays dann schicken konnte, die wo dann diese Hacker eben gesperrt haben, beziehungsweise entfernt oder abgemahnt oder was auch immer. Mittlerweile gibt's das ja nicht mehr, weshalb sehr viele Krisenfälle zum Thema Hacken sind, wobei meiner Meinung nach zurzeit eh keine Hacker mehr unterwegs sind drin. Man muss aber auch allgemein in Online-Spielen vorsichtig sein, denn alles als Hacken zu bezeichnen, ist der falsche Weg. Ja. Hey, du hast mich bezwungen. Du bist voll der Hacker. Ja, das sende ich ein. Das hört man in League of Legends ziemlich oft. Weil die viele Spieler, also die was eine Niederlage kassieren, einfach nicht damit klarkommen können. Und das richtig. Dann aufs Hacken schieben. Richtig. Oder eben Spieler, die wo schon ab und zu gespielt haben, passiert halt was aufgrund von Unachtsamkeit oder so. Und dann beziehen die das auf Cheater, Hacker oder was auch immer. Kann ich nicht nachvollziehen, ganz ehrlich. Das kann ich auch nicht nachvollziehen. Da reißt die Kacke da weg. Ja, reißt weg. Also tu es. Irgendwie leckt das doch ein wenig. Aber nicht so extrem, muss man sagen. Also ich glaube, dein Surfer mag den Planet nicht. Tod! Tod am Verderben! So. Ich will nicht sterben. Du musst sterben. Ich will nicht sterben. Du musst sterben. Ich will nicht sterben. Du musst sterben. Mr. Hanky, der Weihnachtskot, la 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 la. Stirb, Elfriede. Was? Elfenriede? Ja. Wer ist ein Elfenriede? Der Zwischenboss, den ich ja gerade getötet habe. Oh Gott, das ist so gefährlich. Obwohl, man kann es auch ändern. Das ist so gefährlich. Das ist so gefährlich, ey. Ey, das ist so gefährlich, Aber sowas von gefährlich. Aha. Alles Krabben. So gefährlich. Alles Krabben. Was, alles Krabben? Alles Krabben. Also ich würde so viel geben, mal endlich mal das Platinum oder Diamant zu finden. Da müssen wir aber, glaube ich, in den Sektor X, um in Massen das zu finden. Oh, das reicht schon im Gamma-Sektor. Oder so. Gamma, Alpha, Beta, Gamma. Oder so. Alpha, Beta. Ja doch, Gamma. Gamma, Delta. Ja genau. Hast du in der Schule etwa nicht aufgepasst, was ich dir beigebracht habe? Alpha, Beta, Gamma, Delta. Was kommt dann? Sektro. Hä? Fick die Wand an. Sektro, fick die Wand an. Nein, ich weiß nicht. Dann kommt Hüftsteak oder so.
Hüftsteak. Richtig. Und Campingfeuer. Wir campen gerne. Ja, also ich auf jeden Fall. Campen wir schon was Schönes. Ich muss sagen. Was? Du als Gamer campen? Ja, ich bin so ein NSA-Spion-Gamer. Ach so. NSA-Spion-Gamer? Ja. Ein Gamer, der was für die NSA alle anderen Gamer ausspioniert. Ach so, deshalb hast du gesagt, ah, komm, Starbound. Genau. Aha. Schön. Ja, unsere Kollegen in Cube World auch. Ich muss sagen, ich bin auch einer, aber man darf es ja nicht so öffentlich zugeben, aber... Ja. Man sollte es vermeiden. Was war das? Richtig. Ich habe zum Beispiel Angela Merkels Telefon abgehört. Nur zur Info. Hui. Nicht nur das hast du mit Angela Merkel gemacht. Nein, tut mir leid, also Angela Merkel, da kann ich keine Witze reißen, das ist einfach eklig. Boah, ich hab ne Tech-Kiste und was ist drin? Pulse-Jump! Ja! Ich hab noch keine einzige gefunden, weil, ja gut, ich tue aber auch nicht so viel erkunden, muss man sagen. Also ich hab jetzt einen Double-Dash und einen Pulse-Jump. Ja, wie gesagt, ich tue einfach nicht so viel erkunden, das ist das Problem, ich bin... Das, was ich... Oh, ein kleines Teufelchen geht ab. Das, was ich in den Single-Let's Plays ja gefunden habe, war alles im Untergrund, als ich mich durchgegraben habe. Mhm. Scheint aber ein großer Planer hier zu sein. Ja, aber ich finde den eigentlich gar nicht mal so schlecht. Mir gefällt der. Ja, ich habe eine Kochmütze. Yeah. Ist doch cool. Dass auch du kochen kannst. Ich kann kochen. Pizza ist nicht gleich kochen. Jetzt bin ich wieder tot, weil ich in ein Stückchen Lava gesprungen bin. Ey, ich darf nicht sterben. Ich habe 3500 Pixel. Ich hatte um die 600, glaube ich, oder? Ich weiß gar nicht. Ich habe gar nicht geschaut. Ach ja. Aber wenn man Bandagen hat, dann stirbt man nicht so oft. Ja, stell dir vor. Hä, für so einen Müll... Das will doch keiner. Warum muss das 250 zum Einscannen kosten? Warum scanne ich sie überhaupt ein, wenn sie keiner will? Na egal. Boah, ich habe hier Gegner an der Backe, Gegner an der Backe, Gegner an der Backe. Ist mir kackegal, du musst sterben. Oh, ich hab's überlebt. Ich komme zum Schiff hoch. Nein! Komm nicht! Nein, er ist eingedrungen. Warte mal kurz. Setz das auf. Soll ich mal schlagen? Okay. Ultimativ sexy. Mit neuester Mode und mit der Kraft von Paris' Modedesigner setze ich jetzt diese Kochmütze auf. Das ist keine Kochmütze. Kennst du die Frauen, die wohl im Mittelalter diese komischen Teile tragen? Ja. Das ist keine Kochmütze. Doch, das ist eine Kochmütze. Das ist keine Kochmütze. Das ist nie und nimmer eine Kochmütze. Ja, da steht wirklich Kochmütze. Das ist ein Verhütungsmittel für den Kopf. Ja, jetzt warte mal. Warte mal, mit ich muss jetzt kurz was machen. Wo ist jetzt das Zeugs? Habe ich das weggeräumt? Habe ich es da? Und wie sehe ich aus? Du hast meinen Anzug angezogen. Ich zieh so meinen Anzug an. Weil ich jetzt ins Rotlichtmilieu gehen muss. Mit meinem Anzug. Um meiner beruflichen Tätigkeit entgegengehen muss. Zuhälter. Ich finde den Anzug aber echt cool. Da kannst du ja anlassen, wenn du willst. Aber... Na ja gut, die Kochmütze muss runter, unbedingt. Willst du dann dafür das dann noch mit anziehen? Was? Ich hab dir gerade was gegeben. Echt jetzt? Bandit-Head. Ja. Geh mal den Anzug an und den Banditenhut dran. Ich find das so schon relativ in Ordnung. Oh, sexy! Ja gut, das ist jetzt nicht so.
Sie sah aus wie einer von der Yakuza. Wie sind die? Die VRA, die Vietnamesen. Mit ihren Strohhüten im Krieg. Nee, das da hab ich dann noch was, da hab ich noch was. Da hab ich noch was, da was hast du da alles? Noch was, da hab ich noch was. Da was schmeißt du mir her? Da hab ich noch was, da hab ich noch was. Da hab ich noch was, da hab ich noch was. Irgendwann ist mein Inventar auch voll, also von dem abgesehen. Also bitte, den Einhänder, den kann man da wegschmeißen. Hast du noch eine Knarre. Eine Knarre? Okay, da hast du auch noch eine Knarre. Hey, die macht vielleicht gar nicht mal so wenig. Nicht schlecht. Na, da ist die andere Knarre. Warum schmeißt du mir jetzt alles ein? Die Waffe würde ich mal aufheben, die auch, aber möchtest du den Einhänder aufheben? Möchtest du den Einhänder aufheben oder kann ich den wegschmeißen? Von mir aus kannst du alle Waffen wegschmeißen. Ich habe meine, die ich hab. Ja, weil also 5 Schaden bei aller Liebe. Den Zweihänder ist auch Spaßsinn. Da ist der Tomahawk viel besser. Da rechts neben dir liegen noch mehr Waffen. Sollen wir doch gucken, ob du da irgendwas für dich gebrauchen könntest. Hm? Ins Bierfass schmeißen wir rein. Jetzt schaue ich mir mal kurz die Waffen an. Oh Mann, der schaut so cool aus, aber ist so schlecht. Okay, die Gläserknarren, die lasse ich mal drin. Was ist das da? Der Elektroschocker interessiert keine Sau. Hey, also wir finden jetzt zurzeit mehr schlechte Waffen als gute, kann das sein? Ja. Ach, nein, nicht die Taschenlampe, du bist bekloppt. Obwohl, die Taschenlampe braucht auch keine Sau. Ich habe lauter solches Zeugs wieder. Ich weiß gar nicht, wo ich das manchmal herbekomme. Sand to Trash. Ich finde das interessant, dass man auf dem Schiff Sand to Trash anwenden kann. Also müsste eigentlich das ganze Schiff zugemüllt sein. Ja. Die Waffe sieht auch cool aus, aber ist auch so schwach. Obwohl, das ist ein Einhänder. Ja. Ich lass mal den drin. Lauter elektronische, super batteriebetriebenen Waffen. Ja. Eine Kiste, die räume ich dann auf. Wir könnten uns eigentlich mal Gedanken machen, ob wir nicht schon langsam den nächsten Bossgegner zusammenbauen. Ja. Hast du Ressourcen dafür? Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, was man dafür braucht. So weit war ich noch nie. Okay, dann gucke ich mal nach wegen die Ressourcen, was wir da alles brauchen. Wir brauchen 30, 50, 65... 80... 5, wir brauchen 85 Steelbarren. Okay. Dann 50, 450, 850, 1650 Pixel. Ja. Sollte auch nicht das Problem sein. Das Gehirn. Ach, das habe ich noch nie bedacht, wie das überhaupt hinhaut. Das haut das aber mit du? Dem mit die Waffe, da wo du die lilanen Gehirne da bekommst, gell? Ja, die kann Pistole. Sein. Ach, das stimmt. Ist ein, ja. Das ist so ein Random Drop ist es von die Gegner. Also da musst du so viel Viecher töten, damit du das Gehirn bekommst, damit das einmal droppt. Ja, aber es hilft ja nichts. Müssen wir ja machen. Ja, hilft ja nicht. Okay. Falls wir noch Steelbahn haben, dann könnt ihr schon mal die Waffe bauen und dann könnt ihr schon mal auf die Jagd gehen nachs Gehirn. Mach das! Was brauchen wir für Steelbahn? Eisen und Kupfer, gell? Jetzt warte, ich schau mal. Moment. Steelbar, brauchen wir ein Eisenbahn und Kohle. Okay, dann kann ich das schon mal herstellen. Eisen habe ich rausgenommen. Steelbahn machen wir jetzt einfach mal erstmal 10. Ja, können wir eigentlich alle machen. Wir brauchen die eh für den 85. Ja, insgesamt. Ich habe noch, falls du Kohle brauchst, ich habe noch 51 im Inventar. Ich habe jetzt 95 Steelbahn gemacht. Ich schmelze nämlich gerade noch was ein, weil ich habe haufenweise Müll, 41 Kupfer, 49 Eisen wieder. So, dann mache ich das schon mal. Im Brain, bla bla bla. Einmal. Ja,
Okay, dann haben wir schon mal die Arme, die Brust und die Beine. Ich möchte aber, dass der Roboter Brüste hat, nicht eine Brust. Ja, ich meine es ernsthaft, also bitte. Auch die weiblichen Personen sollten in diesem Spiel beachtet werden. Ich frage mich gerade, warum man dazu eigentlich diese Waffe braucht. Welche? Die, wo du in der Hand hast, um Gehirne zu holen. Wenn ich die Gegner mit meinem Messer aufschneide, bekomme ich auch das Gehirn. Wisst ihr, deswegen ist es ein männlicher Roboter. Wir brauchen Gehirne. Ja. Ich gehe mal schnell Gehirne holen. Wer für dich Gehirn holen etwa? Wäre cool, wenn du jetzt einen abschießen würdest und das Richtige schon hättest. Au, wow! So, was muss ich noch ausräumen? Wenn ich die Pixel hätte, könnte ich mir eine Rüstung zaubern, aber die habe ich leider nicht. Okay. Aber wenn ich Pixel hätte, könnte ich mir auch eine bessere Spitzhacke bauen. Habe ich aber auch nicht. Ich aber. Eine Silber. Ich hätte mir theoretisch die Goldpixel. Aber ich brauche Pixel. So. Jetzt weiß ich gar nicht, was wir für den Roboter mehr brauchen. Wahrscheinlich Pixel und Masse, die hole ich mal. Nee, den baue ich zusammen. Ich habe die Pixel und Masse. Wir brauchen eigentlich nur noch das Gehirn. Bin ich auch gerade am Farmen. Ach so. Und dann kümmert... Ja, aber gut, die Waffe kann ich mir nicht craften. Da braucht man auch Pixel, oder? Und ich habe keinen... Und Steelbaum brauchst du. Ich möchte mich aber auch an diesen Geschehnissen beteiligen. Du kannst den Boss dann erledigen. Nee, das machst schon du. Okay. Wobei der eigentlich, ich muss sagen, ich habe noch nie gegen ihn gekämpft. Aber viele sagen immer, der soll so einfach sein. Ja, ich habe da ein bisschen getrickst bei dem. Achso. Du Magier, er ist ein Hacker, ich muss. Nein, ich denke nur logisch. Ich habe den nämlich mit Selbstschussanlagen erledigt. Achso. Hä? Können wir uns ja nicht mal welche bauen. Nee, den Drachen habe ich mit Selbstschussanlagen erledigt. Ja, ich denk's mir gerade. Ja, der ist eigentlich nicht schlimm. Das Einzige, was der halt macht, ist... ja, das seht ihr ja dann, wenn wir machen. Richtig, wenn ich das erste Mal sterbe. Magie. Okay, ich hab's. Hä? Du willst mich doch verarschen! 5 oder 6 Gegner waren's. Ich möchte aber jetzt trotzdem die Laserknarre zuerst ausprobieren. Brauchst du nicht. Wo ist die? Ich möchte die Laserknarre ausprobieren. Nicht die Laserknarre von dir, sondern die andere. Es sind keine... Ah, da. Stimmt. Hey, ich brauch Kohle, unbedingt Kohle. Ah, da haben wir noch Kohle. Okay, sehr schön. Ach, das geht ja auf die Ausdauer. Wieso geht das auf die Ausdauer? Ey, ich kann nicht mehr den Abzug der Waffe drücken. Okay, ich komme. Hui. Brauche ich jetzt für den Kopf. Oh, Steelbar, ich brauche Steelbar. Ach, meine schönen Klamotten, eine Chefmütze, eine Haifischmaske. Ja, das sind Steelblocks. Arschblöcke, dreckige Blöcke, Obsidian. Und eine Folgenpause, die wir jetzt dann einlegen müssen. Einen Moment noch. Aber zuerst baut er den Dings fertig. Richtig. Oder erledigen wir ihn in der nächsten Folge. Oh, was brauche ich jetzt für den kompletten? Ah, ich brauche noch 5 Steelbahnen noch. 5 Steelbahnen. 1, 2, 3, 4, 5. Craften. So. Stopp, das ging mir zu schnell. 1, 2. Das brauche ich. Dann gehe ich wieder da rein und dann kann ich den kompletten Roboter bauen. Craften. Okay. Ja, jetzt möchte ich noch ein paar Bandagen für mich machen. Leute, ich habe den Boss im Inventar. Ich habe ihn gelootet.
Du bist so blöd. Okay, und dann sehen wir uns in der nächsten und Folge. Vielleicht machen wir da auch mal den Boss, aber nur vielleicht. Ja, weil wir ihn im Inventar. Du willst ihn ja unbedingt im Inventar lassen, oder? Kannst du ja selber einbauen. Oh. Ich erschieß mich gleich hinten. Okay. Nein, Spawn. Bis. Dann sehen wir uns, wie gesagt, in der nächsten Folge. Bis dahin. Peace. Ciao, ciao.